Delta Radio klingt anders. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Delta Radio Videocast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu diesem Videocasten eingeladen. Das ist der Chris. Hallo. Der Chris, der moderiert doch den Vormittag. Das wisst ihr doch, aber heute sind wir nicht im Delta Studio. Nein, wo sind wir heute, Chris? Auf dem Hurricane Festival. Auf dem Hurricane Festival. Ihr hört das auch schon im Hintergrund. Es ist gerade Soundcheck. Eine wunderbare Band wird gleich spielen. Sie heißt One Fine Day. Hallo, Freunde. Bin ich jetzt im Fernsehen? Das ist der Martin. Der wird gleich seine Stimme hergeben, damit One Fine Day auch richtig, richtig gut rüberkommt. Und Chris und ich, wir haben uns heute was ganz Besonderes überlegt. Wir haben nämlich heute eine Wette. Wir haben ein Battle. Ich bin im Exempel, Carsten, dass One Fine Day im Zelt auf dem Hurricane Festival spielen, denn dann wären wir zumindest trocken. Es regnet gerade sehr. Ich möchte aber noch kurz erklären, was es mit dem Battle auf sich hat, bitte. Und zwar werden wir versuchen, wir hoffen, dass es klappt und genug Leute kommen, ein Stage-Dive-Battle machen. Das heißt, wir werden uns wagemutig in die Menge schmeißen, um dann auszutesten, wer es länger auf den Händen aushält. Chris, du guckst schon ein bisschen angespannt, ich muss sagen. Ich glaube, das Kampfgewicht wird uns noch begleiten, Carsten. Oh ja, ich bin knapp an 80 Kilo, 78 Kilogramm. Das ist sehr ausgeglichen. Also bei der Körpergröße von 1,84 kriege ich auch. Oh, ich bin 1,81. Aber ich glaube, ich habe einen dickeren Bauch als du. Muckis! Carsten, es ist ausgeglichen, ich freue mich sehr, das wird was ganz Fantastisches. Ja, ich freue mich auch. Also ich meine, ist ja auch jetzt nicht so schlimm, wenn dein Schienbein gebrochen hast, moderieren kannst du trotzdem. Das ist ja das Problem beim Radio, da gibt es keine Ausrede. Selbst wenn ich keine Beine mehr hätte, reden kann er ja noch. Reden kann er immer noch. Und ja, wir warten jetzt, bis man von der anfängt und dann schauen wir einfach, was passiert. Ich freue mich total drauf. Auch. Bist du aufgeregt? Weißt du, was ich machen sollte, Carsten? Was denn? Ich drücke mit meinem Kopf kurz aus dem Bild raus, um dir zu zeigen, dass ich unbedingt noch meine Gummistiefel sauber machen sollte, bevor ich in die Menge springe. Der Christoph, der hat nämlich extra Gummistiefel angezogen, weil er geht nämlich dahin, wo es wehtut. Ich habe hier, so ein bisschen schwierig, aber das geht. Wir haben hier noch schicke weiße Handtücher, die benutzen wir gleich. Yes. Glauben wir den Künstlern. So, tschüss, bis gleich. Vielen Dank, Arnold. Wir haben noch zwei Songs von euch. Wollen wir die hören? Schön. Beim nächsten Song haben wir zwei Gäste auf der Bühne. Und zwar Carsten und Chris von Delta Radio. Der Delta Carsten, der Video Carsten. Genau, so heißt er. Die machen wir nämlich jetzt heute ein. Jetzt halten wir euch fest. Wer am weitesten kommt?
ganz knapp gewonnen. So, so nü, so ganz, ganz. Aber ich gönne ihm das. Und Christoph, jetzt nochmal, gib mir selber nochmal einen fetten Applaus. Ich bin doch so bescheiden. Das war's auch schon wieder vom Delta Radio Videocasten. Ich möchte mich bei allen Leuten da draußen bedanken, die uns getragen haben. Ich habe nämlich zugenommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Delta Radio klingt anders.